Mittagessen habe ich die CW 1000 Plus gefahren. Jetzt nach dem Mittagessen die kleine Schwester, nein, kleine Schwester nicht, aber die CW 1000, die etwas weniger Ausstattungsdetails hat. Der Motor basiert auf dem Motor der Fireblade, hat hier, glaube ich, 140 PS und die Maschine wiegt 212 Kilo fahrfertig. Das hier ist schon ein richtiger Knaller und für die Landstraße wirklich, wirklich sehr schön. Tolles, agiles Fahrwerk, schöne Bremsen, Motor, zieht wirklich auch in höheren Gängen sehr schön raus und sehr schön beherrschbar. Macht wirklich sehr viel Spaß und von der Optik her sehr, sehr wertig mit den ganzen Alu-Teilen. Da ist kaum ein Kunststoffteil dran, das ist wirklich Alu gebürstet, alles sehr, sehr hochwertig ausgestattet. Und von der Optik her hat sie mit dem Vorgänger nicht mehr viel gemeinsam, was ich in dem Fall wirklich einen Vorteil finde, weil es ist wirklich ein hübsches Motorrad geworden. Ich werde gleich noch im Vergleichstest fahren die kleineren Schwestern, die CB300 und die CB125, die optisch, wenn sie nebeneinander stehen, nur durch Details wirklich unterscheidbar sind. Und die werde ich gleich nochmal rund um den Block jagen und mal gucken, was sie fahrdynamisch so können.